Erste Helene Fischer, Polizeieinsatz. Bittere Wahrheit kommt ans Licht. Unfassbar, was Terroristen planten. Ein großes Glück, dass Helene Fischer nichts passiert ist. Der Schock sitzt allen Beteiligten noch immer in den Gliedern. Helene Fischer wollte ihren Fans in den Niederlanden mit ihrem Auftritt eine Freude machen. Und dann wäre der Abend fast in einer Katastrophe gemündet. Entkam sie nur knapp einem Attentat. Helene Fischer erfüllte Fans einen Wunsch. Die Schlager-Queen war dem Wunsch der Niederländer nachgekommen. Die sie mit einer Online-Petition im Internet gebeten hatten, im Zuge ihrer Stadiontournee 2018 auch in Holland aufzutreten. Mehr als 29.000 Helene-Fans hatten sich an dem Aufruf beteiligt. Mitte September war es dann endlich soweit, Helene Fischer gab ihr erstes und einziges Konzert im Land der Tulpen in Arnheim, im Gelre Dome. In dem Stadion, in dem sonst der Fußballclub SBV Vitesse seine Heimspiele austrägt, trat auch schon Madonna auf. Die Polizei konnte die Täter stoppen. Während Helene Fischer in der Stadt am Niederrhein über die Liebe sang, war die Polizei dort hinter den Kulissen in höchster Alarmbereitschaft. Wie erst jetzt bekannt wurde, 7 Männer hatten einen Anschlag mit Sturmgewehr und Sprengstoffgürteln auf eine Großveranstaltung. Wie zum Beispiel ein Konzert von Helene Fischer geplant. Auch ein mit Sprengstoff beladenes Auto sollte explodieren. Die Beamten hatten die Vorbereitungen monatelang im Blick, schlugen vor wenigen Tagen zu und fassten die Täter in Arnheim im letzten Moment. Es sollte der schrecklichste Terroranschlag in den Niederlanden werden. Ziel der Verbrecher sei es gewesen, möglichst viele Menschen zu töten. Nicht auszudenken, was hätte passieren können. Was muss in Helene Fischer vorgehen? Helene Fischer selbst zog sich nach ihrem letzten Konzert vollkommen zurück. Wann und ob sie wieder auf große Tournee geht, unklar. Über ihre Zukunftspläne schweigt die Sängerin bislang. Seid behütet,
schrieb sie jetzt ihren traurigen Fans im Netz. Es klingt ganz so, als müsse die 34-Jährige die Erlebnisse jetzt selbst erstmal verarbeiten. Zweite Helene Fischer erobert Holland. Das exklusive Benelux-Konzert live 2018. September 15. 2018 im Gelredome in Arnheim. Das wird nicht nur die Fans in den Niederlanden freuen, denn selbst der Weg von Düsseldorf nach Arnheim beträgt gerade gut 130 Kilometer. Viele ländliche Städte auf dem Weg in die Niederlande werden sich freuen, wenn ihr Star in ihre Nähe kommt. Arnheim ist auch für Fans, die gern mal einen kleinen Ausflug über das Wochenende planen, ein ideales Ziel. Das Konzert findet an einem Samstag statt. Auch in den Benelux-Ländern ist die Nachfrage nach einem Konzert von Deutschlands größtem Star Helene Fischer groß. Dies zeigt auch die Abstimmung einer Online-Plattform, die kürzlich ihre User unter dem Motto „Wir wollen ein Konzert von Helene Fischer“ in den Niederlanden abstimmen ließ. Mit über 29.000 Likes ein überwältigender Erfolg und ein deutliches Zeichen dafür, wie beliebt Helene Fischer auch außerhalb der deutschsprachigen Länder ist. Über 700.000 Konzertbesucher haben die aktuelle Arena-Tournee Designed by 45 der Kreis A-Division auf Cirque du Soleil in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen. Damit ist dieses gigantische Showspektakel die erfolgreichste Tournee aller Zeiten in diesen Ländern. Helene Fischer kommt nun dem Wunsch ihrer Fans in den Benelux-Ländern nach und wird am 15. September 2018 im Gelredome in Arnheim diese Erfolgsshow mit ihrem allerersten Stadionkonzert in den Niederlanden präsentieren.